Hi Leute, ich bin's wieder, die Cable von Let's Dance da und wir spielen Pokémon die gelbe Edition. Wir haben gerade unseren Felsorden, unseren ersten Orden bekommen und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ich muss mal gerade gucken, sind unsere Pokémon immer noch, ja, nicht mehr so ganz heile, aber wir haben es geschafft in einem ziemlich, naja, nicht ganz so spannenden Kampf gegen ein scheinbar nicht sterben wollendes Onix. Ja, wir heilen die Pokémon, wir machen die wieder fit und die heilen wir gerade schnell. Joa, was gibt's sonst noch zu sagen? Bla bla bla. Ja, ich wollte gerade was sagen. Mir ist es gerade entfallen. Auf der anderen Seite, ich schaue gerade nach einem Headset, weil die Qualität von dem ist ja nun mal nicht gut. Ich hatte am Anfang die ersten zwei Videos oder sowas, auch von Sauerpartners Info-Video, bessere Qualität, aber dafür ziemlich leises Mikrofon. Das war dann ein Kleinkondensator-Mikrofon, also ein richtiges, aber halt nun mal, jetzt müssen wir gucken, was haben wir gerade dabei. Ich muss erstmal wieder schauen, was haben wir denn? Pokebälle 6, da nehmen wir noch 4 gleich mit. Wie viel Geld haben wir? 3000 wieder, also genug. So wie am Anfang kaufen Pokéball, und zwar, wir haben noch 6, dann nehmen wir noch 4 mit. Ich glaube, wir brauchen aber noch mehr eigentlich, aber was soll's. Nehmen wir noch 2. Dann haben wir schon wieder genug verloren. Fluchtseil, nö, das schaffen wir auch so wieder aus den Bergen raus. Gegengift. Gegengift noch 1. Und Feuerheiler, Paraheiler, Aufwecker. Nee, das alles nicht, okay. Auf jeden Fall, das war zu leise, das Kleinkondensator-Mikrofon. Und darum heißt es so, ja, ich glaube schon. Und was wollten wir denn jetzt noch hier alles tun? Genau, wir haben uns hier noch nicht so richtig umgeschaut in Marmoria City. Hier sind zwei kleine Gärten, genauso wie auf der anderen Seite. Hier sieht man, hier geht's nicht weiter. Das hatten wir gerade nicht gesehen, deswegen habe ich es euch nochmal gezeigt. Was ist das für ein schönes Gebäude hier? Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Interesting. Für Kinder kostet der Eintritt 50. Was, Kind? Okay. 50 Poké-Dollar möchtest du hinein? 50 Poké-Dollar? Ja. Man muss auch mal was opfern, um was zu sehen. Pfeil. Pfeil. Wo geht's denn sonst lang? Ich laufe mal in die andere Richtung, weil da zeigt kein Pfeil hin, da müssen wir ja dann wohl anscheinend auch hin. Nee, nicht wirklich. Gut, was gibt's hier her? Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Oh, wir wissen noch gar nicht, wie es heißt. Doch, Aerodactyl. Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ich wollte darauf warten, dass es angezeigt wird, dass ich nicht hier ein bisschen spoiler. Oh, wir wissen noch gar nicht, wie es heißt. Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Das hier auch. Hallo? Das ist anscheinend das gleiche Fossil. Gehen wir daneben mal hoch. Kabutops und Aerodactyl. Interessant. Auf dem Mondberg gefundener Meteoritengestein. Mondstein. Und was ist das hier? Mondstein. Was ist daran so einzigartig? Naja, im Weltall gibt es viel, aber hier. Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Ja. Und der sieht verdächtig aus. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Ja. Coole Ausstellung hier oben. Ich würde dein Pikachu gerne nehmen, aber es hängt zu sehr an dir. Schade, sonst hätte ich getauscht. Aber es mag mich, ja, in der Tat. Ich hätte gern ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa sollte mir eines fangen. Ach, deswegen wollte er es. Space Shuttle Columbia. Übrigens habe ich mit der Stimmverstellung aufgehört, nachdem ich gemerkt habe, dass meine Ohren explodieren, wenn ich das mit anhören muss. Hast du noch was zu sagen? Nimm dir Zeit und schau alles an. Gemacht. Ah, guck mal, da muss man auch irgendwie reinkommen. Ja. Ja, gut, da kommen wir noch nicht rein. Da braucht man ein gewisses VM. Vielleicht gibt es hier was. Vielleicht versteckte Items.
Nee. Schade. Dann laufen wir zurück und in dieses Haus. Waren wir schon? Nö. Nidoran, Sitz. Aha, Nidoran. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Das bedeutet, man kann getauschte Pokémon gut zähmen und das trifft anscheinend dann besser. Oh, was ist denn das hier? Ich bin gerade selber ein bisschen aufgeschmissen. Also, Alabastia machen wir am Anfang. Dann ist anscheinend hier die Route 1. Das ist anscheinend die Karte von unserem, wie nennt man das nochmal, Gebiet, von unserer Zone, von, ich habe gerade den Namen vergessen. Region. Genau, es gibt ja Sinnohöhen, Kanto. Ja, okay. Route 1. Vertania City, da waren wir. Dann geht's zur Route 2, da waren wir auch. Vertania Wald. Und Dictas Höhle, da schauen wir auch mal vorbei. Was ist Dictas Höhle? Und Marmoria City ist auf dem Weg. Okay, Marmoria City und dann geht's zur Route 3 in Richtung Mondberg. Wir müssen anscheinend, wenn wir hier weitergehen zum Indigo Plateau, also zur Pokémon-Liga können wir ja nicht, dann müssen wir durch den Mondberg, Route 4, Azuria City. Soweit ist der Plan jetzt. Sehr hilfreich, die Karten. Hatten wir nicht auch eine Karte bekommen? Oder hatte nur der Typ da eine Karte bekommen? Schauen wir mal. Item. Nein, wir hatten eine Karte. Okay. Ja, gut. Das ist so ziemlich gleich. Warst du schon im Museum? Ja. Waren die Fossilien vom Mondberg nicht einmalig? Okay. Nein. Wirklich nicht. Es ist aber ein Besuch wert. Oh, Scheiße. Es ist gleich da drüben. Wo denn? Da, wo du hinschaust? Nein, andere Richtung. Man muss zwar Eintritt zahlen, aber das ist es wert. Okay, jetzt geht er wieder. Aber hier war ich ja schon. Also gehe ich raus und danke ihm. Mal gucken, ob er mich das wieder fragt. Das interessiert mich ja. Dringendst. Hier gibt es nur wenig ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. War das überhaupt den, den wir gefragt haben? Nee, ich glaube, der war hier hinten. Oder? Ja. Upsi. Warst du... Ja. Ja. Ich war schon. Der leitet dann Amnesie. So. Also. Achtung, Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte schnell an die Polizei in Marmoria City. Hat jemals hier mal jemand eine Polizei entdeckt? Ich weiß es nicht. Wir sind anscheinend wieder auf einer Route. Und wir gucken, ob die Pokémon fit sind. Ja, mehr oder weniger. Ein Safkorn, ein Nidoran, ein Radfratz. Radfratz, kommt bitte an Position 1. Das ist stark und es liegt noch ein Level hinten dran. Da kann man einiges draus machen. Okay, wahrscheinlich wollen die hier kämpfen. Ja, die wollen hier kämpfen. Was starrst du mich so an? Naja, ich schau halt zu Leuten. Weil man kann nicht zu Leuten nicht schauen, wenn man die noch nicht gesehen hat. Und dafür muss man zu denen geschaut haben. Ganz eindeutig, Göre setzt Taubsee ein auf Level 9. Radfratz Level 8, würde ich sagen, ist im Vorteil. Aus dem einzigen... Ich verhaspel mich so oft. Aus dem einzigen Grund, dass Radfratz irgendwie stärker im Angriff, glaube ich. Bist du? Meistens. Wenn wir einen Volltreffer machen, ist das auch hier schon... Naja, vielleicht war Taubsee doch ein bisschen besser. Aber das schafft Radfratz zum Glück. Und Radfratz erhält 105 EP, Göre setzt Taubsee ein. Möchtest du... nein. Taubsee setzt Taubsee ein. Ach, Taubsee setzt Taubsee ein. Göre... Die Göre. Ist auch eine wirkliche Göre. Taubsee ist bei uns schon stärker. Wir setzen... Pikachu ein. Ich habe jetzt Radfratz draußen gelassen, aus dem einfachen Grund, weil ich das der trainieren will.
Und dadurch kriegt es auch noch die Hälfte der EP, weil die werden dann geteilt zwischen den beiden hier. Ja, danke, der Sandwirbel hat's gemacht. Oh shit. Donnerschock greift aber jedoch an und die Attacke ist sehr erfolgreich. Taubt sie Sandwirbel. Und Donnerschock, scheiße, trifft wieder nicht. Oh mein Gott, das könnte aber eng werden. Ganz ehrlich, das könnte eng werden. Ich bin geliefert. Das war nicht mein Plan. Sorry, Pik. Oh mein Gott, wie Pikachu immer hier. Oh mein Gott. Dann Safcon, du. Also wir müssen anscheinend doch noch ein bisschen trainieren. Ah, aber ich denke, das machen wir hier mit den Trainern genug. Also, Schlug fehl, Tackle, mach's fertig. Noch zweimal und wir haben's. Okay. Solange es trifft. Nein, einmal nur. Okay. Safkorn hat Taubsi besiegt. Taubsi wurde besiegt. Radfratz erhält 51 EP und kommt damit auf Level 9. Angriff 15, Initiative 21 ist ziemlich gut, muss man sagen. Fast so gut wie Pikachu, ansonsten kommen die anderen da nicht dran. Safkorn kommt kein Level hoch, schade. Du bist gefährlich. Nein, du bist gefährlich. So. Sorry, Pika, Pika, Pikachu. Radfratz. Komm zurück. Nee, also tausch mal hier. Hier unten, das kann ich euch jetzt schon sagen, da wird hinten Nara sein. Nichts. Ja, gehen wir jetzt hier hin oder nicht? Wir haben. Ja. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Gut, dann kennen wir den auch anscheinend. Ein Käfer-Pokémon-Sammler. Zumindest rechne ich damit, ja, Käfersammler möchte kämpfen. Wahrscheinlich Safcorn und Raupi und. Wahrscheinlich hat sich ein Safcorn jetzt entwickelt zu Smetbull. Deswegen ist jetzt, vorhin hatten die nämlich, bestimmt, hatten die glaube ich Raupi, Safcorn, Raupi, aber ich denke jetzt nur, dass es der ist. Nee, Safcorn, Raupi, Safcorn. Okay. Oh mein Gott, dann wäre das jetzt aber extremst problematisch geworden. So, Hornattacke. Okay, das ist relativ gut. Im Gegensatz zu Tackle von denen hier. Und da setzen die auch jedes zweite Mal noch Fadenschuss ein. So wie jetzt schon wieder. Und da hat es keine Chance. Also werden wir hier dieses Raupi vernichten. Vernichtet. Hornliu. Ah nee, dann kämpfe ich doch noch nicht. Oder hatten wir schon mal gegen Hornliu gekämpft? Ich weiß es gerade selber nicht. Safkorn. Safkorn. Tackle. Ich habe einfach mal jetzt so drauf los Safkorn genommen. Warum auch nicht? Das bringt ja nichts. Oh Gott. Wir sollten Safkorn nicht nehmen. Dann wechseln wir Safkorn auch sofort wieder. Und zwar wechseln wir zu Nidoran. Immer noch Level 9. Giftstachel, es könnte passieren, dass wir uns vergiften. Und wir sind aber noch nicht vergiftet, bei zwei Giftstacheln noch nicht. Das ist ziemlich gut. Und ich denke, Nidoran hat irgendwie richtig Vorteil bei diesen ganzen Käfer-Pokémon. Auch mit Normalattacken, auch wenn es keinen Vorteil hat. Aber, oder es ist einfach nur stark, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es gut. Nidoran entwickelt sich ja bei Level 16 weiter zu Nidorina. Darauf freue ich mich schon. Nidoran erhält Level 55 und erreicht Level 10. 55 EP und erreicht Level 10. Initiative 17 ist okay. Angriff 19 ist gut. Und Safcorn erreicht Level 9. Verteidigung ist ganz okay gut. Ja. Und der Rest ist Angriff, naja. Halb so gut fast wie bei Nidoran, das ist ja nicht so. Wollen wir das Pokémon wechseln? Yes, wollen wir. Und zwar zu Rattata. So, Rattata machen wir eiskalt fertig. Ich will endlich,
Hyperzahn oder Superzahn. Das wäre natürlich extrem cool. Ruckzucki, wir werden hier sterben. Aber nichtsdestotrotz wollte ich, dass ihr wusstet, dass ich setze jetzt keinen Trank ein aus dem einfachen Grund, die sind zu wertvoll. Und wir werden sterben, ja. Aber ich wollte es ihm nicht schwerer machen. Und wir setzen stattdessen Safcon ein. Ich hoffe einfach, dass die schwachen Pokémon, auch dass sie keine Chance haben, zu gewinnen. Das, falls wir hier gewinnen. Oh, jetzt wenn es Tackle einsetzt, da können wir gar nicht gewinnen. Ja, gut, dann lassen wir es. Das bringt eh nichts. Volltreffer, okay, dann war es eh erledigt. Taubsi. Dass die, falls sie doch gewinnen, wir hatten ja schon mal sowas in einer der letzten Parts, dass die es dann trotzdem schaffen nach dem Kampf, werden wir auch wieder die Folge beenden. Wir überziehen nämlich in letzter Zeit immer. Ich wollte im 14 bis 15 Minuten Bereich bleiben, um die 15 Minuten rum. Das schaffe ich irgendwie nicht. Ich bin immer bei 16 jetzt. Naja, nicht immer. Egal. Taubsi erreicht Level 11. Ziemlich gut. Käfersammler. Du hast mich mal wieder besiegt. Ich weiß. Daniel gewinnt Poke-Dollar 100. Und damit beenden wir die Folge und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Bis dann.